Herzlich willkommen. Mein Name ist Jöran Moos-Mehrholz und ich freue mich, Sie durch dieses Lernangebot führen zu dürfen. Es geht um Zusammenarbeit zwischen den Menschen, die in der Schule arbeiten. Dieses Thema, professionelle Zusammenarbeit in der Schule, hat in den letzten Jahren rasant an Bedeutung gewonnen. Das liegt daran, dass Schule heute vor so vielen Herausforderungen steht, die ohne Zusammenarbeit gar nicht zu bewältigen sind. Ende 2021 legte dann die Kultusministerkonferenz dieses Papier hier vor: Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Darin werden auch die Anforderungen an Lehrkräfte und an die Schulentwicklung beschrieben. In diesem Papier ist nicht weniger als 15 Mal von Zusammenarbeit und 14 Mal von Kollaboration die Rede. Außerdem wird hier eine Kultur des Teilens explizit als Teil pädagogischer Professionalität definiert. Gleichzeitig gilt, professionelle Zusammenarbeit findet in der Schule unter besonderen Bedingungen statt. Einerseits ist sie bei allen, überall, immer und andauernd notwendig. Andererseits fehlt es teilweise am grundlegendsten, nämlich an Orten und Zeiten für die Zusammenarbeit. Auch in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften hatte Zusammenarbeit bisher nicht den allerhöchsten Stellenwert. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben in der Regel vor ihrem Quereinstieg Erfahrungen mit Zusammenarbeit gemacht, außerhalb der Schule. Und diese Erfahrungen, dieses Vorwissen bringen sie mit in die Schule. Dort trifft es dann auf die schulspezifischen Bedingungen vor Ort und das muss nicht zwingend immer gleich wunderbar zusammenpassen. Allerdings, insgesamt sind die Quereinsteigerinnen und die Quereinsteiger eine große Chance für die Schule und für das Thema Zusammenarbeit in den Schulen. Sie sind in der Regel offen für Zusammenarbeit, sie haben eigene Erfahrungen und sie können sowas wie frischen Wind mitbringen. Die Chancen, die mit Zusammenarbeit verbunden sind, waren vermutlich noch nie größer. Das gilt außerhalb der Schule und in der Schule. Mit digitalen Medien haben wir großartige Möglichkeiten, unser Wissen, unsere Erfahrungen und auch ganz konkret unsere Materialien miteinander zu teilen und dazu zusammenzuarbeiten. Und das muss übrigens überhaupt nicht an den Schulgrenzen enden. In den letzten Jahren ist eine große Vernetzung von Lehrkräften und von Menschen um die Schule herum über die Grenzen der Schulen hinaus im digitalen und im physischen Raum entstanden. Auch das ist Zusammenarbeit. Mit diesem Lernangebot bieten wir Ihnen verschiedene Zugänge zum Thema Zusammenarbeit in der Schule. Wir werden dabei sowohl die konzeptionelle wie auch die praktische Ebene abdecken. Zu Beginn werde ich Ihnen einige grundsätzliche Überlegungen vorstellen, die mir sehr geholfen haben, um Zusammenarbeit einzuordnen, zu verstehen und zu gestalten. Am Anfang geht es um die Relevanz von Zusammenarbeit in der Schule auf verschiedenen Ebenen. Warum wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Anschließend möchte ich Ihnen insgesamt drei verschiedene Brillen vorstellen, mit denen Sie unterschiedlich auf Zusammenarbeit blicken können. Sie können sich dann entscheiden, welche dieser Brillen für Sie persönlich hilfreich sein kann. Darauf aufbauen folgt eine Vertiefung zum Thema Standards und Vereinbarungen für die Zusammenarbeit. Und damit beginnt dann der praktischere Teil des Lernangebots. Und diese Orientierung auf die Praxis setzen wir fort, indem wir verschiedene Informationsangebote zu Tools und zu Plattformen für die Zusammenarbeit zusammengestellt haben. Ich möchte Ihnen noch die Übungen ans Herz legen, die wir immer wieder in diesem Lernangebot eingebaut haben. Ich hoffe natürlich, Sie lernen auch und vor allem aus den Videos und aus den weiteren Materialien, aber für den Transfer, für Ihre eigene Praxis, dafür helfen die Fragen und Übungen, die wir Ihnen vorschlagen. Soweit die Vorschau. Los geht's.